wieder einen Tag und fliegen wieder unterwegs. Das ist ein Aufwand. Guten Morgen. So, gestern habe ich meinen Tag nicht gefilmt. Dafür habt ihr eben ein paar Fotos wenigstens gesehen. Ich habe gestern, also letzte Nacht an diesem, vorletzte Nacht dann an dem See unten verbracht. Dort habe ich noch einen weiteren Westwegwanderer getroffen. 17 Jahre alt, läuft ganz alleine den Weg. Wir sind gestern den ganzen Tag zusammengelaufen. Zu einer Hütte, wo wir jetzt gerade übernachtet haben. Ich muss gleich meine Sachen zusammenpacken, zeige ich euch. Dort haben wir gerade noch zwei weitere getroffen, die laufen auch den Weg. Und laufen jetzt zusammen gleich erstmal an den See. Wir wollen baden, das sind so 5 Kilometer von hier. Ja, aber jetzt muss ich erstmal eben mein Zelt zusammenbauen. Die anderen sind schon dabei und nachher müssen die warten, das wäre auch doof. Also. Hier vorne war gestern in der Ameisenstraße rein in diese Feuerstelle. Da hat irgendjemand vor uns wohl Eierschalen. Vielleicht haben da die Ameisen. Sehe ich das gut. Und auf einmal hatten wir eine richtige Ameisenplage. Der ganze Tisch, die ganzen Zelte, war alles voll mit fliegenden Ameisen. So, wir sind unten am See. Da unten trocknen noch ein bisschen unsere Sachen. Wir haben gewaschen, wir haben gebadet. Uns gewaschen. Ist ganz schön hier. Wir wollen jetzt gleich weiterlaufen zur nächsten Ortschaft zum Einkaufen. Das sind noch so 25 Kilometer. Machen natürlich zwischendurch nochmal Halt. Wir wollen auch noch in der Hütte anhalten. Vielleicht noch ein zweites Frühstück oder einen Kaffee wenigstens trinken. Die anderen wollen noch Akku aufladen. Dann mache ich, glaube ich, auch mit. Ja, Sachen sind gewaschen und wir sind auch gewaschen und dann geht das jetzt gleich weiter. Das nächste Tor, wieder eine Etappe geschafft. Da sind wir jetzt, wollen wir zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Fünfte Etage Etappe. 1, 2, 3, 4. 5. Etappe geschafft. Jetzt kommt die 6. Etappe. Aber vorher gehen wir hier vorne nochmal hin. Wir müssen einmal auf den Kollegen warten. Wie gesagt, wir sind ja zu dritt unterwegs jetzt. Ah, der ist schon unten angekommen. Und wir können hier noch Wasser auffüllen und hier gibt es Mülltonnen. Dein Wasser läuft daneben. Ja.
Gerade an so einer Schutzhütte angekommen. Die ist auch richtig schön. Vorne mit Feuerstelle. Man kann auch reingehen, da drinnen sind Stockbetten und da, was man sieht, da oben hat sie einen Kamin. Also da drinnen ist auch ein Ofen. Die ist echt gut. Aber wir müssen weiter. Es ist erst 12:30. Ja. 50 Meter hier runter ist auch noch eine Quelle. Ja. So, wir müssen jetzt hier. Da geht's nach unten. Oh, sieht man das überhaupt richtig mit der Sonne hier? Stellen wir mal da rein. 3000. Und zwar. Ein bisschen stolz, der Wanderer hier. Hat seine 3000 Kilometer jetzt geschafft. So, 3000 Kilometer hat er voll. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Es ist ziemlich windig hier. Jetzt mal im Stuhl raufklettern. Mal eben hinlegen. So. Ja, sitzen da hinten irgendwo. Ja, wir haben es jetzt noch. Achso, hier unten. Sieht man vielleicht im Hintergrund das Dach. Genau hinter mir jetzt sieht man das Dach von der Stube, von der Feschbar-Stüble, wie auch immer. Da wollen wir auf jeden Fall erstmal hin jetzt. Jetzt muss ich hier nur wieder runterkommen. Er hat es auch geschafft. Wieder vor wie 3 Jahre, gell? Ja. Ja, wir haben jetzt was getrunken, also eine Pause gemacht. Bisschen was getrunken, ein Eis gegessen. Gerade für den einen Kollegen noch die Gurtschnalle kaputt gegangen. Die haben wir gerade noch repariert hier. Wir müssen hier jetzt eigentlich auf die Treppe runterkommen. Oben stehen sie noch und fummeln da rum. Jetzt mal gucken, geht's da oben rauf. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Ja, da oben geht's jetzt hin. Sieht man mich? Nee, ne? Man sieht mich gar nicht. So, also jetzt sind wir auch in einer richtig tollen Hütte. Muss ich mal zeigen. Ist dieses Riesenteil. Hier unten, ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade offen sind. Man sieht das auch nicht, ne? Ich mache mal einen Schatten hier. Hier unten gibt es Toiletten. Und hier vorne steht ein Schild, dass man hier auch übernachten kann. So, ich drehe euch mal um. Wie sieht das aus? Kann man sich hier die Betten runterklappen? Ein Gästebuch gibt's. Und ja, da oben weiß ich nicht.
sieht man jetzt nichts. Da ist, glaube ich, eher Lager. Kann man kostenlos übernachten. Zu bestimmten Zeiten gibt es dann hier auch noch Verkauf von Getränken. Und natürlich auch Wasser. Und ein Spielplatz. Ja. Also die ist echt gut. Das ist schon echt cool. Ja, jetzt sind wir nur noch zu dritt. So, der eine Kollege, der war erst 17, oder ist erst 17, und das ist sein erster mehrtägige Wanderung. Ja, der hat so im Durchschnitt irgendwie 15 Kilometer gemacht. Gestern bin ich den ganzen Tag mit ihm gelaufen, da habe ich ihn so ein bisschen mitgezogen, da haben wir 21, 22 ungefähr gemacht. Und ja, jetzt haben wir auch schon die 22. Oder 22. Der ist jetzt bei der Hütte geblieben. Wird dort erstmal ein bisschen Pause machen, vielleicht bleibt er da eine Stunde. Geht dann noch ein Stückchen weiter, nochmal 9 Kilometer zu einer anderen Hütte. Und wird dort dann übernachten. Oder er bleibt jetzt gleich bei der anderen Hütte, die ich euch eben gezeigt habe. Und übernachtet dort. Läuft dann morgen bis in den Ort. Ja, wir laufen jetzt auf jeden Fall noch runter bis nach Hausach. Werden dort einkaufen. Und von dort aus geht's dann entweder hoch zur ersten Schutzhütte oder bei einer Burgruine. Wir schauen uns das beides mal an. Erstmal die Burgruine und dann, ja, die Schutzhütte. Falls es bei der Burgruine nichts taugt, so. Aber wir haben jetzt noch, ja, ich würde mal sagen, da vorne war ein Schild, das sind vielleicht noch 12 Kilometer jetzt. Bis nach Hausach erstmal. Und dort wollen wir dann erstmal einkaufen gleich. Und hier unten gibt es Wasser, abgefüllt in Colaflaschen. Und wer möchte, der kann sich natürlich auch ein Bier mitnehmen. Aber das lassen wir jetzt mal stehen hier. Zusätzliches Gepäck wäre das nur. Und wir sind ja heute auch noch in Hausach, da kann man auch noch mal was einkaufen. Oder haben ja sowieso vor einzukaufen. So, wir haben Hausach erreicht. Und da oben, über dem weißen Haus, da ist die Burg. Da wollen wir erstmal hin. Und dann kurz dahinter zu einer Schutzhütte. Aber vorher ganz wichtig, erstmal einkaufen für heute. Morgen früh gehen wir nochmal runter. Und kaufen dann den Rest ein, was wir so für die nächsten Tage benötigen. Aber heute holen wir erstmal nur das, was wir für heute brauchen. Und ja. Wo müssen wir lang? Da lang, okay. Ja, werdet ihr gleich sehen. Ich weiß noch gar nicht so genau, was wir kaufen oder was ich kaufen soll, aber erstmal dort ankommen und einkaufen. Ja. So, wir haben eingekauft und wir sind hochgelaufen zur Burgruine. Also wir stehen hier auch in so einem, auf der Seite haben wir Wände. Und
Hier ist dann so eine Rasenterrasse. Hier werden wir mal nachten. Etwas weiter unten auf einer Terrasse, da sind noch zwei Berliner, die den gleichen Weg laufen. Und ja, keine Ahnung, ich kann euch mal hier die Aussicht zeigen, kurz über Onnach. Wenn wir mal eben hinkommen, so ein bisschen Schotter. Wir haben ein bisschen was eingekauft nur für heute Abend. Morgen gehen wir nochmal runter. Da ist ein Edeka, da gehen wir dann nochmal richtig einkaufen für die nächsten Tage. Weil die nächste größere oder die nächste richtige Einkaufsmöglichkeit erst am Titisee ist. Und das ist noch ein ganz schönes Stück. Also das sind, glaube ich, auch, das sind bestimmt nochmal 3 Tage. Ich denke mal, dass ich, wenn ich so weiterlaufe wie bisher, gut, heute waren es 32,5 Kilometer. Wenn ich so weiterlaufe wie bisher mit meinen 25, dann sollte ich eigentlich Sonntag am Titisee ankommen. Da kann ich dann halt nichts einkaufen, aber da ist viel Tourismus. Da kann man dann, gehe ich ins Restaurant oder so oder bestelle mir eine Pizza oder mache irgendwas. Und dort habe ich auch vor, mir einen Campingplatz zu nehmen und dann 2 Nächte, also den Montag dann komplett auf dem Campingplatz. Eventuell habe ich auch vor, morgen gar nicht so viele Kilometer zu machen, sondern ein paar weniger. Bis mittags irgendwann hier in Hornach zu bleiben, vielleicht unten was essen gehen, hier ist auch ein Bach, da kann man auch noch mal baden so ein bisschen oder ein bisschen ins Wasser gehen. Und dann kommt der andere Kollege, den wir zurückgelassen haben, hier noch runter und dann laufen wir morgen noch ein paar Kilometer, vielleicht 10, 15. Extrem steilen Berg hoch, hier wird das richtig steil nämlich jetzt. Und sind dann irgendwo am Berghang in der Schutzhütte, da gibt es 3, 4 Stück. 3 Stück, glaube ich. Weil morgen soll es auch ein ziemlich starkes Gewitter wohl geben. Da will ich nicht unbedingt oben auf dem Berg sein. So, aber da schaue ich morgen, wie sich das Wetter dann gibt. Bisher ist keine Wolke. Und ja, da müssen wir einfach mal schauen. Wir werden jetzt hier gleich erstmal aufbauen. Die beiden anderen Kollegen haben ihre Sachen hier auch schon so halb ausgebreitet. Aber sind jetzt gerade noch mal ein Stück runtergelaufen, 2 Terrassen zu den Berlinern. Da ist nämlich noch eine Wasserquelle und holen Wasser. Ja, und dann werden wir auf jeden Fall erstmal was essen. Noch ein bisschen zusammensitzen. Es ist schon recht spät, es ist 21:17. Wir werden auch bald schlafen gehen, denke ich. Um 7 macht der Edeka auf. Wir überlegen, ob wir vorher noch mal eben schwimmen gehen oder danach eben in dem Bach hier unten. Da ist nämlich eine Stelle, wo man auch ins Wasser gehen kann. Und ja, aber das sehen wir morgen alles. Oder ja, ihr seht es auch morgen. Nein, heute. Ja, kommt ja direkt hier dran. Ja, aber ich melde mich gleich auf jeden Fall nochmal. Gute Nacht. So, guten Morgen. Warte. So, ja, jetzt haben wir geschlafen heute. Sieht ein bisschen durcheinander aus, weil wir unsere ganzen Sachen hier hingepackt haben, natürlich schon und ausgepackt haben. Auch schon einen Kaffee kochen. Heute ohne Zelt, einfach so. Ja. War ziemlich gut, also es waren kaum Mücken, also nicht gar nichts, ich habe keine Mückenstiche, keine Viecher irgendwie gewesen. Ja. Ja, ich gehe mal eben hier hoch. So, da ist dieser Turm in der Burgruine. Ja, heute muss ich mal schauen. Wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen frühstücken und
einkaufen gehen auf jeden Fall. Wie gesagt, da unten ist so ein Bach. Da würde ich vielleicht sogar noch mal hin. Ja, aber erstmal trinke ich einen Kaffee. So, wir haben alles zusammengepackt und werden jetzt runtergehen zum, was war das, Edeka. Genau, zum Edeka und dann einkaufen für die nächsten Tage. So, also jetzt haben wir uns getrennt. Der Manu, der wo ihr vorhin schon gesehen habt, dass er seine 3000 Kilometer durch hat, läuft jetzt direkt weiter. Da oben ist die Burg. Sieht man die? Sehe ich das richtig hier? Ich weiß gar nicht, ich erkenne mich gerade gar nicht so richtig. Auf jeden Fall, da geht's hoch. Er muss jetzt wieder zur Burg hoch. Und der Philipp, der fährt nach Hause, da sein Urlaub zu Ende ist. Der hat allerdings auch schon 240 Kilometer jetzt hinter sich. Ja. So, und ich bin jetzt unten hier am Fluss. Hab ein bisschen was zum Frühstücken eingekauft. Ich werde hier mal frühstücken und noch ein bisschen ausruhen. Heute mache ich mir, glaube ich, einen ganz ruhigen Tag. Ich werde hier dann irgendwo vielleicht sogar Mittagessen hier unten und dann auch den Berg hochlaufen und mir oben eine Hütte suchen. Also 10, 15 Kilometer vielleicht mache ich. Wenn ich ganz nach oben auf den Berg raufgehe, dann kommt das mit den knapp 15 auch hin. Ansonsten suche ich mir eine Hütte davor irgendwo. Die sollen alle auch mit Quelle sein, das ist gut. Und ja, heute Abend soll es Gewitter geben. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so kommt. Vorhin hat es schon einmal ganz kurz genieselt. Ja, ich werde jetzt hier unten am Fluss erstmal noch ein bisschen meinen Akku laden vom Handy. Wenn die Sonne gleich mal wieder rauskommt, da ist eine Wolke im Weg. Aber Solarpanel habe ich schon mal aufgestellt und ein bisschen was kommt da durch, aber noch nicht viel. Aber so wie es aussieht, gibt es gleich ordentlich Sonne. Ja. Erstmal frühstücken, 8.55 Uhr. Und dann einfach mal schauen, was heute so kommt. Wir sind den ganzen Tag, also die ganze Zeit, seitdem wir unterwegs sind, eigentlich nur am Berg auflaufen. Und haben uns eben total verlaufen. Sind jetzt aber wohl wieder irgendwie auf dem richtigen Weg Richtung Westweg. Und wenn ich wieder getroffen habe, er ist auch wieder dabei. Also wir sind wieder zu zweit unterwegs. Ja, machen gerade eine kleine Pause hier. Es sollte aber nicht mehr weit sein, dann kommen wir zu einer Hütte. So, wir sind gerade von dort gekommen und sind jetzt wieder auf dem Westweg. Wenn wir den Westweg komplett gelaufen, dann wären wir halt hier hochgegangen. Und jetzt müssen wir da hoch. Kann man erstmal kippen. Ja, na gut. Aber wir sind wieder auf dem Weg. Da oben an dem Baum. Da so. Nee, war der falsche Baum, glaube ich. Aber egal, da oben ist auf jeden Fall schon wieder ein Schild vom Westweg. Wir sind wieder da. Auf der Tour und ja. Dann natürlich bergauf. Ja.
das geht noch ein ganzes Stück weiter so. Ich bin oben. Bis gleich. So, nach circa weiteren 20 Minuten bergauf sind wir jetzt oben bei der Hütte angekommen. Hier haben wir auch gerade eine kleine Pause gemacht. Mal eben schauen, ob ich euch das von innen zeigen kann. Relativ dunkel. So sieht's hier aus. Ein Tisch, zwei Bänke. Hier hinten noch eine Leiter. Weiß nicht, ob ihr da was seht. Oder ob es einfach zu dunkel ist. Ja. Eigentlich sehr schöne Hütte. Hier gibt es auch Strom. Hier steht auch, der letzte macht das Licht aus, aber irgendwie funktioniert der Strom nicht. Die Steckdose ist hier auch noch. Die funktioniert, habe ich nicht getestet. Aber ich denke, wenn das Licht schon nicht geht, dann funktioniert die Steckdose auch nicht. Gut. Ja, machen wir die wieder zu. Wir haben jetzt noch ungefähr 2,5 Kilometer. Dann kommt noch eine Hütte ähnlich wie diese hier. Und da wollen wir dann auch übernachten. So, und es sollte eigentlich ein Gewitter kommen heute, war angesagt. Aber es sieht irgendwie gar nicht danach aus. Es ist ein bisschen mehr Wolken, aber nach Gewitter. Das kommt vielleicht in der Nacht dann irgendwann. Hm? Ja, da hinten ist ein bisschen was. Genau hinter mir jetzt. Ja, da könnte was herkommen, aber wir schauen mal, vielleicht kommt heute Nacht. Wir sind ja an der Hütte dann. Ja, passt das. Ja. So, hoppala. Ja, jetzt geht's wieder bergab. Also wir waren eben ganz oben auf dem Gipfel bei dieser Hütte. Und ja. Jetzt geht's genauso steil, wie es eben hoch ging. Auch wieder runter. Aber nur 2,4 Kilometer. Guck mal, da ist wieder so ein Holzteil. Ein Pappkarton. Denk noch, welche komischen Pappkartons in den Bäumen drin. Steht nichts drauf, ist nichts drin. Keine Ahnung, wofür die sein sollen. Schwarze Dinger. Schon den zweiten gesehen jetzt gerade. Ja. Genau, was hatte ich gesagt? 2,5 Kilometer. Dann kommt die Hütte, bei der wir auch übernachten wollen. Und von mir aus kann dann ruhig das Gewitter kommen. Also das ist auf jeden Fall wieder Westweg. Anstatt hier runter zu gehen, von da aus einmal hier durch den Busch durch und diese Treppe runter. Ja, haben wir schon öfter solche komischen Stellen gehabt, wo man nicht einfach geradeaus eben runtergehen kann, sondern durch diesen Busch durchlaufen muss. Da, und da vorne geht's wieder bergauf. So, wir sind an der Hütte angekommen. Nicht wundern, warum ich so komisch rot aussehe. Das ist einfach der Himmel hier gerade. So. Da hinter mir ist der Sonnenuntergang. Ja, und dann irgendwie jetzt wirklich zugezogen. Wenn man in die Richtung guckt. Kommt vielleicht nicht ganz so rüber, aber das ist richtig grau und total diesig. Also ich kann auf der anderen Seite auf dem Berg die Windräder nicht mehr sehen. Als wir eben angekommen sind, konnte man das noch sehen. Und der eine Kollege, der schon da über 3000 Kilometer gelaufen ist, der ist jetzt ein ganzes Stück weiter unten in der Richtung.
Man sagt ja bei den Donuts auch schon. Ja, naja, auf jeden Fall. Das ist die Hütte. Auch ein sehr schönes Ding. Hier draußen gibt es noch eine Grillstelle. Und wir haben erstmal alle Türen aufgemacht und alle Fenster, weil das war extrem warm da drinnen. Dann mal hier mal rein. Ich hoffe, das zählt noch einigermaßen vom Licht. Vielleicht ist es noch einfach zu dunkel. Dann muss ich mal in die Lampe holen. So, ich gehe mal kurz raus. Mal schauen, was hier kommt. Hier kommt nämlich auf einmal eine Katze an. Wir sind oben auf dem Berg. Und hier sind auch eigentlich keine anderen Häuser. Da vor der Bank, ja. Da läuft sie. Gibt es hier vielleicht Katzen? Naja. Bücher-Eckhütte heißt die übrigens. So. Oh mein Licht. Kann man vielleicht ein bisschen besser was sehen? Der erste Donner, ja. Ist wahrscheinlich auf dem Video nicht mehr drauf, aber es donnert gerade. Ne, man kommt rein und hat man hier einen kleinen Tisch. Und hier noch einen etwas größeren Tisch mit Sitzbank drumherum. So, und ich. Jetzt geht mein Licht aus. Ich habe hier schon meine Isomatte hingelegt. Mein Schlafsack hängt hier noch ein bisschen zum Lüften. Und das wird immer roter da draußen. Richtig heftiges Licht. Da läuft die Katze auch wieder. Ja. Erstmal gerade hier alles ausgebreitet. Unser ganzes Essen. Und er ist auch schon am Kochen. Ja. Sieht man kaum, was alles so dunkel hier. Gut, ich melde mich gleich nochmal. So. Ja, es ist 23 Uhr. Wir gehen jetzt gleich schlafen. Das hattet ihr schon gesehen hier auf dem Fußboden, glaube ich. Keine Ahnung, da unten, ob man sieht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, dieser Teil wieder zu Ende. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video dabei. Bis dann, ciao.